Und noch das dritte Problem. Ich habe jetzt mal die Schachtel und alles sehr vereinfacht dargestellt. Es kam uns darauf an, die Höhendifferenz zu bestimmen. Denn die Höhendifferenz, die konnte man nicht sehen. Wir konnten sehr wohl ablesen, dass die Schachtel sich um, ich mache es mal hier nochmal dran, Moment, dass die Schachtel sich um 10 cm weiter bewegt hatte. Mit Geschoss, wohlgemerkt. Aber eigentlich müssten wir hier mit Winkeln arbeiten und alles mit all solchen Dingen. Noch was zu dem ganzen Thema, und zwar, das waren 80 cm, die Pendellänge waren 80 cm. So, missbrauchen sage ich extra missbrauchen, weil es könnte durchaus sein, dass wir na, rein mathematisch da ein bisschen daneben liegen. Aber vielleicht genügt uns das bisschen, um ausreichend abzuschätzen, denn es ging ja darum, hat das Geschoss wirklich 1 Joule an Energie gehabt. Und dieses einigermaßen abschätzen, da könnte man den Pythagoras missbrauchen. Jetzt müssen wir uns dieses Dreieck hier angucken, und zwar, ich mache es mal etwas deutlicher, dieses Dreieck. Es geht um dieses Dreieck. Und da müssen wir uns überlegen, kann man da was machen? Ich mache jetzt mal eine Pause, um die Skizze mal zu vervollständigen. So, ich habe jetzt dieses Dreieck nochmal hier herausgezogen rechts. Das ist praktisch unsere Arbeitsskizze. Und es kommt uns ja auf dieses Delta H an. Ja, man sieht schon, das ist manchmal gar nicht so leicht, hier mit diesem Ding entsprechend zu zeichnen. Das heißt, ich wäre noch ein paar Mal anhalten müssen, um hier entsprechend die Skizzen zu vervollständigen. Das dauert sonst zu lang. Die Grundüberlegung ist, eigentlich ist es eine kleine Kreisbahn. Wenn ich das Pendel rotieren ließe um diesen Punkt hier oben, dann würde dieser Massepunkt, den ich hier mal so eckig dargestellt habe, eine Kreisbahn beschreiben. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen kleinen Kreisbogen drin. Aber vielleicht genügt uns das ja. Vielleicht ist es ja hinreichend genau, wie gesagt, zum Abschätzen, zu sagen, das Grüne gilt als Kreisbahn jetzt einfach mal gerade. Weil wir ja in diesem Fall noch nicht mit solchen Kreisen und solchen Kreissegmenten und entsprechenden Winkeln arbeiten können, versuchen wir das über den Pythagoras. Das war die Idee der Schüler. Wobei sie selber wissen, dass es nicht ganz genau ist. So, ich werde jetzt noch einige Skizzen machen, mache deswegen kurz nochmal Pause. Ich habe jetzt eine andere Skizze gemacht, das geht so nicht. Wie gesagt, also wir nehmen diese Linie als gerade an, wir pfeifen jetzt mal drauf, dass das ein leichter Kreisbogen ist. Delta H ist zu bestimmen. Diese 80 cm, diese blauen, die habe ich mal in diesem Dreieck klar gemacht. Das ist also Pendellänge 80 cm bis hier runter im Ruhezustand, 80 cm im ausgelenkten Zustand. Und jetzt nehmen wir uns einfach noch ein zusätzliches Stückchen, und zwar B. Das nennen wir einfach B. Warum? Wenn ich jetzt sage, das Pendel hängt senkrecht, dann kann ich sagen, die Distanz 10 cm, die ja in der Waagerechten gemessen wurde, ergibt hier für dieses gelbe äußere Dreieck einen rechten Winkel. Und wir können folgende Formel aufstellen. Wir können sagen, das, nämlich b plus 80 cm, also b plus 80 cm ist unsere Hypotenuse, wenn wir die ins Quadrat setzen, jetzt kommt der Pythagoras, ist gleich, und jetzt können wir sagen, ergibt sich aus 80 cm zum Quadrat, 80 cm in Klammern zum Quadrat, plus diese 10 cm in Klammern zum Quadrat. So, wenn wir das ein bisschen ausrechnen, dann kommen wir gleich auf was Genaues. Aber wir können Folgendes machen vorher, bevor wir hier ganz groß hin und her rechnen. Sagen wir, wir wenden einfach mal die erste binomische Formel an. Dann wäre das b² plus 2 mal b mal 80 cm plus 80 mal 80 ist 6400 Quadratzentimeter, auch quadrieren die Zentimeter, das ist wieder 6400 Quadratzentimeter plus 100 Quadratzentimeter. Das können wir hier zusammenfassen, das ist nicht das Problem, beziehungsweise wir können sagen, wenn wir genau hingucken und auf beiden Seiten 6400 Quadratzentimeter abziehen, dann bleibt diese Formel übrig. Das wäre jetzt allerdings eine quadratische. Wir kommen da mit dem b² nicht so leicht weiter. Deswegen sollten wir das vielleicht mal anders probieren. Also das wäre jetzt für 9. Klasse gültig. Die können das. Die können dann eine quadratische Formel lösen. Quadratisch, weil b² dasteht. Das machen wir jetzt nicht. Wir probieren einen anderen Weg. Wir schreiben es mal auf. Schreibt es mal auf. Jetzt haben wir uns hin und her gestritten und kamen nicht so richtig damit zurande. Wir haben verschiedenste Formeln ausprobiert. Also machen wir es mal anders. Wir gehen mal von folgender Überlegung aus. Dieses gelbe Dreieck,
Das beinhaltet ja hier unten noch ein Dreieck. Und die beiden, das haben wir festgestellt, sind einander ähnlich. Ich habe das hier mal rausgezeichnet und habe das mal so gedreht und hingewendet, dass das besser sichtbar ist, dass die beiden einander ähnlich sind. Hier ist der rechte Winkel, hier ist der rechte Winkel. So, und jetzt mal folgende Überlegung. Wenn ich sage, dieses rausgeschriebene Dreieck mit den festen Maßen, das vergrößere ich mal auf das Doppelte, dann muss ich doch sagen, dann nehme ich 2 mal 10 Zentimeter, 2 mal b, 2 mal a. Bis dahin klar? So. Wenn ich das aber, wenn ich hier 10 Zentimeter hatte, aber mir hier überlege, dass sie ja einander ähnlich sind, dann könnte ich doch auch sagen, ich nehme die mal 8. Dann habe ich hier auch 8. Habe ich hier auch 8. Dann hätte ich nämlich wieder 80 Zentimeter. Wenn diese Linie hier, diese 80-Zentimeter-Linie, wenn die ja hier ist letzten Endes, dann können wir doch ein Dreieck bauen, wo wir sagen, das ist 80 cm. Hier kommt mein rechter Winkel. Hier unten habe ich 8 mal b. Und hier habe ich diese 8 mal 10 cm. Die sind hier. Die muss ich jetzt hier irgendwie einbasteln. Das muss irgendwie was werden. Wie kriegen wir das hin? Wie komme ich damit zurande? Wenn diese Linie 8 mal 10, dann müssten die auch 80 cm sein, ne? 80 cm, aber die Linie ist offensichtlich länger, denn die liegt dem rechten Winkel gegenüber. Wie kommen wir da weiter? Genau, jetzt kommt der Trick. Wenn ich die hier verlängere, 8 mal 10 auf 80 cm, also ich habe hier diese Linie auf 80 cm verlängert, dann kann die auf keinen Fall 80 cm lang sein. Dann ist die kürzer. Wenn ich hier aber 80 cm habe, wie komme ich dann hier mit den 10 cm zurecht? Was muss ich da machen? Jetzt könnte man sagen, gut, wenn ich diese Seite also auf 80 cm verlängert habe und diese dann 8 mal b ist, dann habe ich hier 8 mal a. Dann hätte ich aber diese Seite, das hilft mir das, das hilft noch nicht. Und was ist, wenn wir es mal anders machen, wenn wir uns dieses gelbe Dreieck hier nochmal schnappen und mal anders aufteilen? Also ich nehme jetzt nochmal dieses hier, dieses Dreieck. Und das werden wir mal versuchen. Na, so geht's nicht. Ich mache das mal, ich mache mal eine Pause und mache das mal. Gehen wir doch mal von einer anderen Überlegung aus. Wir sagen, okay, nein, 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 nein. Diese 80 cm, die gelten. Ich nehme mal nicht dieses Dreieck hier unten drin. Und ich verzichte mal auf dieses B und wir löschen das mal einfach raus. So. Und werden mal sehen, ob wir vielleicht der ganzen Sache anders beikommen. Was ist denn, wenn Folgendes passiert? Wenn ich sage, naja gut, okay, bis hier sind es 80 cm. Aber ich kann doch auch mal sagen, ich lasse hier einen rechten Winkel entstehen. Hier ist mein rechter Winkel. Dann habe ich hier Delta H. Vielleicht wird es jetzt besser. Überlegen wir mal. Delta H ist jetzt hier. Ich habe einfach diese 80 cm verkürzt. Das heißt, wir können auch sagen, diese 80 cm blau. Die neue Seite, ich mache die jetzt mal grün daneben. Moment, die neue Seite ist jetzt bloß noch so lang. Und wie lang ist denn jetzt die grüne Seite? Nicht mehr 80 cm, sondern die ist 80 cm minus Delta H. Vielleicht kommen wir dann weiter. Jetzt haben wir also ein grünes Dreieck, was so aussieht. Wir haben hier 80 cm, das ist gesichert. Hier haben wir auf diese 80 cm da verzichten wir jetzt. Und hier haben wir ein Dreieck, das ist. Ja, und jetzt kommt das Problem. Jetzt werden ja unsere 10 cm eventuell kürzer. Na, vielleicht kommen wir dann trotzdem ran. Denn wir können ja dann dieses kleine grüne Dreieck vielleicht irgendwie gebrauchen. Machen wir mal weiter. Ja, und jetzt scheint wieder das gleiche Problem aufzutreten. Wir haben einstweilen festgestellt, die Auslenkung hier, die 10 cm, die gelten. Diese Seite ist also 10 cm lang. Das ist in Ordnung. Aber wir haben hier wieder diese blöde binomische Formel. Wenn man die ausmultipliziert, machen wir das mal, habe ich hier erstmal 6400 Quadratzentimeter ist gleich. Jetzt geht das wieder los. 6400 Quadratzentimeter, ne? A Quadrat minus A minus B in Klammern zum Quadrat. Diese Formel steckt dann in die zweite. Jetzt kommt minus 2 mal 80 cm mal Delta H. Und jetzt kommt plus Delta H Quadrat. Jetzt fängt der Ärger wieder an. Und jetzt plus 100 Quadratzentimeter.
Die hatte ich vergessen, in Klammern zu setzen. So, ich helfe jetzt mal. Ich löse das jetzt mal auf eine schnelle Art, damit wir nicht allzu lange weitermachen müssen. Wir sind schließlich in der 8. Klasse. Mal kurz gezeigt, also das lernen wir später. Das kann man mit einer Spezialformel machen. Das ist die richtige Lösung. Ich kriege zwei Lösungen raus. Bei quadratischen, wir wissen ja, bei quadratischen Sachen und Wurzeln, da müssen eigentlich immer korrekterweise zwei Lösungen angegeben werden. Daher das Plus-Minus. Gehe ich später drauf ein. Dass Delta H nicht plötzlich 1,60 Meter ist, ist klar, also trifft nur die zweite Lösung zu. Lernen wir später, ist nicht das Problem. Das heißt also, nochmal rot, Delta H hier, das ist es. Mehr war das nicht. Und das können wir jetzt mal gleich nachmessen, wie sowas aussieht. Und dann bestätigt finden oder nicht. Wir messen mal. Ja, die Höhe ist bestätigt. Also, das ist ein halber Zentimeter gewesen. So genau man es ablesen konnte jetzt in diesem Fall. Wären wir so nie hingekommen, hätten wir nie ausrechnen, nie ablesen können. Also beim Pendelversuch schon gar nicht. Da kommt es auf andere Dinge an. Da kommt es auf gut ablesbare Dinge an. Die 10 cm waren gesichert und wir haben jetzt Delta H ausgerechnet. Jetzt sind wir in einer guten Lage. Jetzt können wir weitermachen. Ich mache mal Pause. So, jetzt haben wir uns überlegt, also wenn die Energie so groß gewesen ist, wir haben das überschlägig gemacht. Was jetzt kommt, ist einfach zu errechnen, wenn ich einen Körper, egal auf welcher Bahn, um diese Höhe anhebe, um 6,27 mm, dann kann ich doch sagen, ich habe eine potenzielle Energie dem Biest verliehen. Dann muss die kinetische Energie vorher so groß gewesen sein, dass sie das schafft. Und jetzt haben wir ausgerechnet, durch Einsetzen entsprechend umgestellt, die Masse sind 23,44 Gramm insgesamt, Karton und so weiter mit Geschoss. Delta H waren 0,00627 Meter, ne, die 6,27 Millimeter. Und G kennen wir, die Erdbeschleunigung, das in M mal G mal H eingesetzt, dann kommen wir auf 0,00144 Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde mal Meter. Hier Kilogramm, Meter pro Quadratsekunde, hier hinten noch das Meter. Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, wenn man im Tafelwerk nachschaut, das sind Newton. Und das hier hinten, das Meter dahinter, sind Newtonmeter. Das heißt also, die potenzielle Energie sind entweder in Newtonmeter 0,00144 oder in diesem Fall Joule. Nanu, scheint ja mächtig wenig, vorher nichts. Richtig, zur Fehlerbetrachtung. Jetzt kommen wir zu einigen Dingen. Wir haben die ganze Sache sehr lang gemacht. Lang insofern, wir haben hier uns viele Messfehler reingeholt. Nehmen wir mal an, wir hätten uns hier, ich mache das mal in Rot und ganz dick, wir hätten uns hier schon mal 10% Fehler reingehauen. 10% falsch. Also falsch ist damit gemeint. 10% Abweichung. Und wir hätten uns beim nächsten Mal nochmal 10% reingehauen. Das ist gar nicht mal so unüblich. 10% meine ich, indem wir hier nicht richtig bestimmt haben. Genau gemessen in der Mitte, das haben wir durchaus. Das mag gehen. Nehmen wir mal an, auch die 80 Gramm wären keine 80, sondern vielleicht nur 75 Gramm gewesen. Also 10% Fehler, gar kein Problem. Hier beim Papieraufteilen, da haben wir ganz bewusst darauf verzichtet, dass es hier eigentlich 0,6025 hätte heißen müssen. 0,625. Auch da haben wir uns 10% Fehler reingehauen. Wenn ich alle Fehler addiere, aber das darf ich gar nicht, selbst hier, Schachtelmasse, 10% Fehler. Nochmal, hier bei unseren Messungen, bei den 10 Zentimetern, vielleicht waren es nur 9, wieder 10% Fehler. Und auch hier haben wir ganz bewusst gesagt, hier ist eine Kreisbahn und wir haben hier wieder 10% Fehler drin. Und wir rechnen mal aus, was denn bei der ganzen Sache rauskommen muss. Hier, das ist glatt. Das sind die letzten Endes ermittelten Werte. Gucken wir mal, wie oft das ist. 10%. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, fünf, sechsmal. Sechsmal 10% wären 60%, könnte man denken. Nee, nee, nee. Ich mache es mal in Rot weiter. Wir machen mal folgenden Gedankenversuch. Ich nehme eine Masse und messe die nicht genau. Das, nehmen wir an, die wäre 1 Gramm. Und ich habe 10% Fehler dran. Dann ist die Masse, also bei 10% Fehler, heißt 10% entweder mehr oder weniger. Jetzt könnte man sagen, die gleichen sich aus. Nee, nee. Hieße die Masse 0,9 Gramm. Ich nehme das mit einer bestimmten Länge, multipliziere ich das, so wie in unserem Hebelversuch. Habe wieder 10% Fehler drin. Also 10%
ist gleich Delta L. Also die Länge ist um 10 cm falsch. Also hätte ich, meinetwegen statt 20 cm, hätte ich bloß noch 18 cm. Ne? Also nehme ich 0,9 mal 18 cm. Heraus hätte kommen müssen 1 Gramm mal 20 cm. Wäre rein zahlenmäßig 20 Gramm Zentimeter. Dass das jetzt auch mit Massen geht, haben wir oben bewiesen. Wenn ich das hier rechne, 0,9 mal 0,18, mal ganz schnell eingetippt, ui, 0,9 mal 0,18, habe ich bloß noch 16,2 Gramm Gramm Zentimeter. Der Fehler wird noch größer. Jetzt nochmal 10 cm. Dadurch haben wir uns schon einen mächtigen Fehler reingeholt. Wo dazu kommt der Ablesefehler. Die 10 cm müssen es nicht gewesen sein. Und so weiter. Also wenn man sich die Fehlerkette schnappt, muss man sagen, Fehler mal Fehler mal Fehler. Und 0,6 mal 0,6, wie oft hatten wir es? 5 mal, ne? Das ist 0,6 hoch 5. 0, 10%. 0,1 mal 0,1 und das dann hoch 5. Dann wird die Ausgangsgröße, die durchaus hätte groß genug sein können, dann wird die immer verschwindend kleiner. Das heißt also, sagen wir mal, wir hätten jedes Mal nur 0,9 statt 0, statt 1,0 genommen. 0,9 hoch 5 ist nur noch die Hälfte, also 0,59. Das heißt also, der Fehler wird rasend groß. Und wenn ich es hoch 6 nehme, 0,9 hoch 6, dann wird es noch schlimmer. Ich tippe das gerade hier in den Taschenrechner ein. Dann lande ich bei der Hälfte. So, dazu noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten beim Hersteller, der vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Und dazu noch, steht da wirklich Joule drauf oder ist es Millijoule oder ist es Zentijoule oder weiß der Kuckuck was oder war es doch nur 0,01 Joule und so weiter. Also die reine theoretische Betrachtung mit unseren Bordmitteln, die ist zwar möglich, man sagt übrigens auch dazu ballistisches Pendel, aber kommt alles später, die ist durchaus möglich, man kann auch rechnen, aber man merkt ganz schnell, wie genau es auf die Versuchsdurchführung ankommt. Und bei der Fehlerbetrachtung hinterher merkt man, dass der ganze Wert, der dann ausgerechnet ist, durchaus um die Hälfte locker mal abweichen kann. Und 10% Fehler ist schon wenig. Ich schließe das Video jetzt erstmal ab und ich denke, wir haben in allen Richtungen was gelernt. Ich meine jetzt ganz besonders auf diese drei Themen hier nochmal. Wie kann man mit einem einfachen Lineal und etwas Papier ganz kleine Massen bestimmen? 0,15 Gramm ist nichts. Wie kann man das Hebelgesetz auch für Massen überhaupt gebrauchen und kann man den Satz des Pythagoras auch mal missbrauchen? Und bei dieser geringen Auslenkung ist die Kreisbahn als solche zu vernachlässigen. Da kann man das schon mal machen. Gut, das Video sei hiermit abgeschlossen. Danke für die Aufmerksamkeit.